Hallo, hallo Sven. Martin, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Mobile Fotografie. Ja. Ich hatte es gesagt, du bist Fotograf, Trainer, dort auch wirklich für teilweise Heavy-Gear-Aufnahmen. Bekannt, früher hat man gesagt, ohne Truck kann der Martin nicht losziehen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu den Fotografen gehöre, die immer wenig mitnehmen oder nur ein Handy. Ja, das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Ja, trotzdem haben wir mal gesagt, mobile Fotografie ist ja sicherlich unterwegs mit mobilen Geräten fotografieren, aber sicherlich auch mit normalen Kameras fotografieren und dann die Bilder mobil verarbeiten. Ja, wobei ich würde heute gerne auch über eine Thematik sprechen, die sehr interessant ist und ich glaube, die vielen Zuschauer hier auch noch gar nicht so auf dem Radar haben, denn wir haben eine Erfahrung gemacht in diesem Jahr mit einem Kunden, den man, ich würde sagen, jetzt nicht gerade sehr weit unten, sondern schon ein bisschen oben weiter ansiedelt, der uns im Grunde genommen dazu gedrängt hat, mit dem Handy Fotos zu machen. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir doch direkt an deinen Rechner. Ich bleibe auch für diese Session mal oben. Genau. Schau dir ein bisschen über die Schulter. So, ich muss noch mal ganz kurz nebenher mein Handy so einstellen, dass es nicht in den Sperrmodus geht. Bitte, liebes Live-Team, mal ganz kurz nicht auf mein Handy schalten, sonst weiß die ganze Welt meinen Code. So, jetzt. Also, Sven, wir waren dieses Jahr in Frankreich unterwegs, 14 Tage, und haben Fotos gemacht mit zwei Autos von Mercedes-Benz. Es ist jetzt kein so, dass es ein Job war, wo wir gebucht wurden, um Werbefotos für Mercedes-Benz zu machen, sondern die Fotos werden im Endeffekt genutzt für Social Media auf allen Mercedes-Benz weltweiten Seiten. Also Türkei hat uns gepostet, Russland, Philippinen irgendwie, also und auch natürlich international Mercedes-Benz und DE. Und da waren wir bei einer Besprechung und das kann man sich so vorstellen, liebe Zuschauer, da kriegt man dann als Fotograf so einen Batzen an Papier. Das ist das sozusagen das Corporate Design für Photography. Und da steht dann drin, wo man im Bild das Auto platzieren muss und wo wie viel frei sein muss. Und das macht dann schon so ein bisschen Angst, wenn man fotografieren muss und man sagt, ich will tolle Fotos machen. Aber irgendjemand hat 70 Seiten geschrieben, wie man was wo platzieren muss. Also sowas wie goldener Schnitt und gucken, wie schön es aussieht, das funktioniert dann nicht so. Und das Allergenialste war, dass wir wirklich in dieser Besprechung oder da saßen und dann kam es so und hey, bitte mach doch einige Fotos für uns mit Handy. Und dann haben wir erstmal geguckt und dachten, wir sollen Handyfotos machen. Ihr wisst schon, dass wir Fotografen sind. Also ich war so ein bisschen geschockt im Grunde genommen, dass wir gezwungen oder gedrängt werden, dafür Handyfotos zu machen. Aber Sven, daran kann man auch erkennen, dass sich die Medienwelt im Großen und Ganzen ändert. Ich habe ganz viele Kollegen, die sagen mir, ich brauche große, dicke Kameras, 50 Megapixel, noch mehr Schärfe. Und dann kommt immer diese ominöse Ausrede. Und das kennt, glaube ich, alle, haben es schon mal gehört, der Kunde, der würde es sonst sehen oder der braucht es. Und jetzt sind wir bei einem Kunden und der sagt uns, bitte Foto machen mit Handy. Und das ist so, die eine Welt sagt das und die andere Welt sagt das. Erstaunlich. Wie seid ihr dort rangegangen? Ich meine, es ist eine klare Aussage, ihr seid normal mit eurem Fotogear unterwegs gewesen, aber dann auch speziell mit dem Handy. Komm, ich weiß, du bist bekannt für klare Produktempfehlungen. Was ist zurzeit dein mobiles Fotogear? Also ich habe selber hier dieses große Handy, das 6S Plus. Ich sehe jetzt auch nicht ein, dass ich jetzt wieder upgrade oder das nächste nehme. Eigentlich bin ich relativ happy mit dem, weil es auch stabilisiert ist und weil es meiner Meinung nach extrem gute Fotos macht. Wobei, hätte ich jetzt dieses Update von vor kurzem gehabt, wäre das wahrscheinlich noch viel mehr im Einsatz gewesen für Mercedes. Ich kann dir hier mal ein Bild zeigen, was wir gemacht haben in der RAW-Version. Also das ist jetzt sozusagen ein Foto, was wir mit dem Handy gemacht haben. Und das ist jetzt hier besagtes iPhone 6S Plus mit einem relativ dunklen Stil, weil ja natürlich bei solchen Social-Media-Bildern, da kommt es sehr viel wenig auf das Auto an, aber vielmehr um so diesen Lifestyle, um diese Berge, um das Drumherum, die Wolken. Und eigentlich ist es auch Quadrat geplant. Also ich würde oben ein bisschen abschneiden, unten ein bisschen abschneiden und dann wäre es fertig. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, wenn euer Update schon früher da gewesen wäre, Es lag doch gar nicht an uns, vielleicht kurz die Hintergrundinformation. Für Apple-Geräte gibt es jetzt ja das neue iOS 10 und iOS 10 führt erstmals für Geräte, zum Beispiel das iPhone 6S oder auch das iPhone 7, die Möglichkeit ein, dass ich im RAW fotografiere, dass das Bild also nicht als JPEG abgespeichert wird, im Dynamikumfang natürlich arg beschränkt wird, danach noch verlustbehaftet komprimiert wird, sondern jetzt lässt es auch zu, dass ich im DNG
Format fotografieren kann. Übrigens ein Format, was von Adobe kommt, was Android eigentlich schon ein bisschen länger kann. Genau. Schon seit knapp einem Jahr. Ja, also Android kann schon länger, aber das Handy konnte es noch nicht. Und ich habe jetzt hier gerade mal einen Test gemacht. Ich bin ja diese Rolltreppe runtergefahren, hier zur Fotokina, zur Halle 9. Und ich habe hier ganz simpel zwei Fotos aufgenommen. Und ich habe das gegen das Licht aufgenommen. Also es ist eine Gegenlichtaufnahme, wie man schon an den Schatten sieht. Jetzt muss man mal auf unser Mobile Device schalten, wenn es irgendwie geht. Ist schon drauf. Und ich als Fotograf, ich gucke mir immer zwei Helligkeitswerte an. Ich gucke mir immer die Tiefen an und ich gucke mir immer die Lichter an. Und ich gucke mir eigentlich immer mehr die Lichter an als die Tiefen. Das sieht man auch an diesem Foto. Mir sind dunkle Werte weniger wichtig als die hellen Werte. Und nicht, dass ich hell belichte, sondern im Gegenteil, ich versuche jegliches Hell eigentlich zu vermeiden. Und bei diesem Foto, das habe ich jetzt 2,5 Blenden dunkler gemacht. Also dieses Foto wurde 2,5 Blenden runtergezogen in der Helligkeit und man sieht weiterhin hier oben im Himmel, das ist das hier, das sind die sogenannten Tonwertabrisse. Ah ja, gut, kann man drauf gehen? Nee, doch ja, jetzt sieht man es. Das sind Tonwertabrisse, wo man auch klassischerweise diesen JPEG-Effekt sieht. Das JPEG, liebe Zuschauer, das hat gar nicht mehr oder weniger schlechte Informationen in den Helligkeiten, sondern die Farben sind das, was eigentlich schlecht ist. In dem Moment, wo ich starke Helligkeitsveränderungen mache, dann reißen mir im Grunde genommen die Farben ein und oftmals im Himmel entsteht dann dieses Cyan und nach dem Cyan ist dann einfach nichts mehr da. So, wenn ich jetzt mal eine weitergehe, dann habe ich das gleiche Foto mit meinem Handy gerade eben mit dem RAW-Modus gemacht. Und das ist jetzt relativ simpel bei mir. Jedes Foto, was ich mit diesem Handy aufnehme, aber in der Lightroom-App, das wird automatisch als RAW gespeichert. Und ich kann Riesenmöglichkeiten zu verarbeiten. Ich gehe mal unten in diese Bearbeitungsleiste rein und ich könnte jetzt zum Beispiel die Farbtemperatur ändern. Und man sieht, das ist so ein butterweiches Ändern der Helligkeiten, der Farbwerte. Man sieht auch das, ich habe jetzt die Farbtemperatur wärmer gemacht und trotzdem behält der Himmel so einen leicht bläulichen Touch. Und das ist genau das, was natürlich uns gerade in der Handyfotografie oftmals sehr schwierig erscheint. Helligkeiten können wir mit dem Finger relativ kontrollieren. Es gibt so einen HDR-Modus. Also da kann man noch irgendwie ein bisschen schummeln, da kriegt man noch irgendwas hin. Aber die Weißabgleicheinstellungen oder die Farbeinstellungen, das nachträglich jetzt machen zu können, ist natürlich einfach ein Gral. Gut, ich gebe da auch nochmal die Hintergrundinformation. Mit der Apple-Kamera, die entsprechend auf dem iPhone 7 oder iPhone 6 unter iOS 10 installiert ist, lässt sich noch kein RAW aufnehmen, kein DNG aufnehmen. Wahrscheinlich wird es da irgendwann ein Update von Apple geben. Derzeit braucht man dazu andere Apps und eine kostenlose App ist Lightroom Mobile. Die lässt sich auch komplett kostenlos ohne Abo nutzen. Wenn ihr ein Abo habt, meldet euch an und ihr habt weitere Funktionen und könnt synchronisieren und ähnliches. Also insofern eine schöne Möglichkeit, auch in die RAW-Fotografie einzusteigen auf den iOS-Geräten oder auch auf den Android-Geräten. Ich finde es interessant, Sven, einfach generell, weil ich glaube, dass viele Fotografen dem Handy, der Handykamera immer noch sehr skeptisch gegenüberstehen. Und ich glaube, der eine Fotograf fühlt sich in seinem fotografischen Können und in seiner Profession sozusagen beleidigt und der andere, dem interessiert es vielleicht einfach nicht, weil es zu reduziert ist. Aber ich habe ja, du kennst mich ja, bei mir liegen ja tausende Kameras den ganzen Tag um mich herum. Und wenn du mich fragen würdest, womit ich am häufigsten wahrscheinlich irgendwie mal ein Foto mache, dann ist es trotzdem das Handy. Und ich habe schon sehr, sehr viele Kameras, wo ich mal kurz mal ein Foto machen kann. Ist für dich auch der Verwaltungsaspekt hier wichtig? Ja, der gerade gesagt, wenn ich das Abo habe, synchronisiert es auch mit dem Desktop. Ist dir das auch wichtig, dass nachher die Fotos gleich auf deinem Rechner landen? Oder sagst du, das ist so ein Nebeneffekt, der ist ganz nett? Also ich arbeite ja, das weißt du eigentlich auch, ich arbeite nicht mit einem zentralen Lightroom-Katalog, sondern ich arbeite mit Projektkatalogen. Also ein Mercedes-Projekt kriegt einen Katalog und wenn es abgeschlossen ist, mache ich einen neuen Katalog auch für ein neues Projekt. Deswegen ist es bei mir immer sehr kritisch mit dieser Gesamtsynchronisierung. Ich habe natürlich immer die Möglichkeit auf dem Rechner zu sagen, ich will es synchronisieren, aber, und jetzt kommt's, ich habe noch eine dritte Sache, die hier eigentlich gar nicht dabei ist. Und das, liebe Zuschauer, ist sehr interessant, denn die Mobile-Apps und gerade Lightroom als eine der Mobile-Apps hat noch eine Art eine dritte Fähigkeit. Und das wäre nicht der Desktop-Rechner, das wäre nicht das Handy, das wäre das Web. Denn ich kann im Grunde genommen auf all meine Daten über einen öffentlichen Link oder einen privaten Link im Internet zugreifen. Und dafür brauche ich nicht mal
Lightroom, um in den Link zu kommen. Ich kann mich im Grunde genommen einfach auf der Webseite von Adobe einloggen und schwuppdiwupp werden meine kompletten Kataloge, und jetzt lädt er gerade die eine Sammlung, die ich angeklickt habe, werden mir online angezeigt. Das bedeutet, ich will nicht vielleicht alle Bilder vom Handy auf den Rechner übertragen, weil ich da mit unterschiedlichen Katalogen arbeite, aber wenigstens finden sich alle meine Fotos, die ich gemacht habe, im Web und können im Grunde genommen auch dort sogar, hier oben links ist der Knopf, wenn ich auf Bearbeiten drücke, kann man die Bilder sogar weiter bearbeiten. Und auch dort, und das ist auch interessant, wird die DNG-Version hochgeladen. Das bedeutet, ich kann über einen Webbrowser eine wirkliche RAW-Entwicklung machen, die dann wieder zurück auf mein Handy synchronisiert wird. Ich sehe gerade, du bist zusätzlich hier noch im WLAN und er versucht gerade, das über das WLAN zu laden, was natürlich nicht funktioniert. Ich deaktiviere das jetzt mal und hoffe, dass es dann über das Kabel geht und da geht es natürlich deutlich schneller jetzt. Ja, klicken wir auf Bearbeiten und jetzt ziehe einfach mal die Helligkeit von mir aus eine Blende hoch. Das ist jetzt keine RAW-Datei, wie gesagt, das gab es damals noch nicht, aber das wäre im Grunde genommen eine Arbeitsweise, die man machen könnte. Dann würde ich in dieses Bild gehen, hier auf dem Handy, und was alles du jetzt machst, ja, noch ein bisschen Klarheit, perfekt. Wir können sogar online freistellen auf Quadrat, weil wir haben ja gesagt, das ist ein Instagram-Foto. So, freistellen. Und das war's. Und speichern und beenden klicken. Und jetzt übernimmt er das in die Cloud und schickt die Änderungen an mein Mobiltelefon. Und in wenigen Sekunden, der hängt so ein bisschen von der Internetverbindung ab und den Auslastungssachen. Wir haben gerade festgestellt, unser WLAN hier, ihr müsst euch das vorstellen, Fotokina, hier ist nicht ein Netz offen, sondern hier im Umkreis sind 200 WLANs offen tatsächlich. Ist nicht unbedingt die ideale Arbeitsumgebung. Und ihr habt gerade gesehen, als ich aufs Kabel umgestellt habe, war es auf einmal da. Genau. Aber es wird jetzt zum Beispiel hier synchronisiert, es ist schon geändert. Und auf jetzt mal eine andere Sache. Du hast jetzt mal zwei, drei Regler hier einfach wahllos, beziehungsweise mit deinem fotografischen Können, was du hast, hin und her geschoben. Und ich muss sagen, ich finde es ein cooles Bild ist draus geworden. Man sieht, die Tiefen sind wieder da. Und jetzt gibt es sicherlich Fotografen, die sagen, hey, ich brauche meine DSLR-Kamera, aber ist doch völlig egal. Wenn jetzt irgendjemand da sagt und sagt, er findet das Bild toll, er findet das Bild schön, hallo Sonja, dann ist es doch egal, mit was es gemacht wurde. Also das ist doch völlig egal, wie das Bild entstanden ist, über welches Device. Ich sage ja auch nicht irgendwie, eine Canon-Kamera macht gute Bilder und eine Nikon-Kamera macht schlechte Bilder. Also wollen wir noch einmal diesen Weg weitergehen? Ich weiß gar nicht, ob das bei dir im Plan war, aber hiermit könnt ihr auch weitergehen zu anderen Adobe-Apps und dort weitermachen. Zum Beispiel haben wir etwas, das nennt sich Adobe Spark, Spark Post. Ja. Ich habe da sogar was vorbereitet auf dem Handy. Das ist jetzt hier ein Bild auch von diesem Roadtrip und das ist eine Sache, die wahrscheinlich für viele hier interessant ist, wenn es darum geht, Social Media zu betreiben. Es ist so, dass immer weniger Texte gelesen werden. Also Texte sind etwas, was man eigentlich im Grunde genommen bei Facebook weniger und weniger betrachtet. Deswegen funktioniert ja auch Instagram so gut, weil man im Grunde genommen einfach visuell durchblättert. Was jetzt interessant ist für alle, die Social Media betreiben oder betreiben wollen, und das sind ja nicht nur Fotografen, das sind ja auch andere Leute, je mehr Informationen auf das Bild draufkommen, die ich transportieren möchte, umso besser ist es eigentlich auch. Und dafür gibt es eben die App Spark Post. Also Adobe Spark Post, wie hieß sie früher nochmal? Früher hieß es nur Adobe Post. Adobe Post, genau. Wir tendieren dazu, das so ein bisschen immer länger zu halten. Und jetzt kann ich zum Beispiel mir so eine epische Vorlage raussuchen und sagen Remix. Und dieses Bild kann ich jetzt anpassen mit den Änderungen. Ich kann hier ein neues Hintergrundbild laden. Also ich kann im Grunde genommen alles verändern, was ich möchte. Ich kann auch mal auf meine Bilder zugreifen, die ich in Lightroom habe. Jetzt geht er online. Add and sync collection in Lightroom to see here. Warum klappt das jetzt wieder nicht mit dem... Das ist wieder WLAN. Ja, das Schöne ist, es funktioniert nicht nur entsprechend auf den mobilen Geräten. Du willst hier zugreifen? Sondern es passiert auch tatsächlich im Web. Das heißt, ich kann auch einfach auf spark.adobe.com gehen, wenn wir hier nochmal auf den Rechner zurückschalten. Und hier habe ich dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen neuen Post kreieren. Das heißt, ihr seht, wir können eigentlich von verschiedensten Quellen immer wieder auf die gleichen Inhalte zugreifen. Und das ist ja das Wesentliche als für euch als Fotografen, sind die Inhalte. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, dass ich sage, ich möchte jetzt hier entsprechend ein Bild zum Beispiel für Facebook aufbereiten.
Also ganz ehrlich, damit habe ich jetzt noch nie gearbeitet. Ich bin immer nur unterwegs und lade es darüber rein. Ja, aber hier kannst du genauso sagen, du suchst dir so ein Thema aus, zum Beispiel, das ist hier ganz schön, und dann sagst du, jetzt starte ich einmal. Ich sage zum Beispiel, ich möchte das Foto ersetzen. Mit Lightroom. Gehe hier entsprechend auf meine Lightroom-Sammlung. Ja, da ist es ja halt Adobe Post, da habe ich vorbereitet. Hier auf Adobe Post. Ja, das Bild geh rein. Hier auf das Bild. Mega. Und jetzt müssen wir das bloß zur Seite bringen. Und jetzt können wir noch sagen, das hier möchte ich entsprechend kleiner setzen. Zur Seite. Zur Seite setzen. Vielleicht noch größer. So ein bisschen. Nee, komm, lass uns das so schlicht machen, oder? Boah, bin ich dick geworden. Nein, das können wir mit Fix ändern. Ah ja, mit Fix. Mit Fix. Ich muss mal ganz kurz fixen. Also jetzt wird es nicht durcheinander. Also du bereitest gerade das vor und ich greife jetzt mal auf Fix zu. Fix ist im Grunde genommen Photoshop für viele Instagram-Mädels. Da kann man nämlich alles machen, was man damit machen muss. Hier ist das Foto. Das habe ich jetzt mal gerade geöffnet. Und öffne das als neues Projekt und kann jetzt hier mich verflüssigen. Das heißt, ich gehe hier ran und mein Bauch, der muss ein bisschen kleiner werden. Ich gehe in der Pinselgröße rein und jetzt mache ich mich zum Adonis. Mache noch hier ein bisschen mein Hemd rein und sage, bitte, so würde ich gerne in Wahrheit aussehen. Jetzt hast du den Berg zerstört. Aber jetzt bin ich Superman. Das können wir dann auch wieder im Workflow hier entsprechend auf den genau. Rechner bringen. Und am Ende des Tages, wenn ich hier auf dem Rechner kurz zurückschalte, habe ich entsprechend mein Spark-Projekt. Jetzt sagen wir, das ist hier entsprechend, das passt sogar eigentlich auch der Slogan, der Quote. Das können wir so lassen. Ich bringe das Ganze entsprechend online, kann es entsprechend hier herunterladen. Als Grafik kannst du Instagram nicht auf dem Rechner machen. Das könnte ich dann wieder von der App machen, weil auch Spark Post ist entsprechend synchronisiert. Das heißt, das, was ich gerade erstellt habe als Projekt, erscheint auch bei dir auf dem Handy und dann kannst du direkt von dort weitergehen. Wenn es denn mein Internet zulässt. Also hier muss es gleich erscheinen. Es wird da wahrscheinlich irgendwann gleich erscheinen. So, bist du happy eigentlich? Wir sind vor allen Dingen nur noch 2 Minuten oder... Ach, haben wir nur noch 2 Minuten? Vortrag. Wir könnten hier, ich merke das immer, wenn wir beide auf der Bühne stehen, wir könnten hier wahrscheinlich 1-2 Stunden zu erzählen. Ja, aber würde keiner mehr zuhören. Also jetzt muss es weiter dann gehen langsam, ne? Du, ich habe dich ja inspiriert hier und Gott sei Dank überzeugen können, auf die Bühne zu kommen zu diesem Thema. Wird es vielleicht von dir irgendwann dann ein kleines Tutorial zu geben? Also ich überlege das natürlich jetzt mit RAW-Fotografie auf Handy, also auf iPhone und auf Android. Da kann man schon echt viel machen. Ich habe ein Problem und das ist eigentlich, seid ihr schuld. Ihr verarbeitet und ändert und entwickelt keine App so oder keine Apps so wie die Mobile Apps. Also ich habe eher Angst, dass ich irgendwas mache und ihr im nächsten Moment alles so viel besser macht, dass es schon wieder nachmachen kann. In Photoshop und in Lightroom kann man halt eben auch sagen, dass die nächsten paar Wochen nichts passieren wird, aber bei dem macht ihr einfach viel zu schnell. Vielleicht können wir uns irgendwann mal zusammensetzen und da eine kleine Live-Show machen. Die ist dann aktuell zumindest für diesen Moment der Ausstrahlung. Absolut. Apropos Live-Show. Ich weiß, ihr plant heute Abend was, das hat überhaupt nichts mit Fotografie zu tun. Komm, erzähl was, mach ein bisschen Werbung mal dafür. Ja, also, liebe Zuschauer, heute Abend gibt es bei uns ein Live-Pokern, also Stefan Raab in gut, und zwar mit ganz lieben Freunden und Freundinnen, also Freundinnen und Freunden, sitzen wir zusammen, reden über Fotografie und pokern live. Und wir haben da ein wirkliches Pokerstudio zusammengezimmert. Jeder Zuschauer kann gleichzeitig in alle Karten gucken von unter dem Tisch und es werden alle Gewinnchancen eingeblendet. Also wenn der Herr Jaworski, wo ist der Jaworski? Da hinten. Wenn der Jaworski mal wieder voll blufft, dann seht ihr das heute Abend. Ich wollte gerade sagen, ihr habt super spannende Gäste dabei. Ben ist dabei. Felix Rachor. Laura Helena. Die war da gerade eben da gestanden, die Laura. Ist wahrscheinlich weggerannt, als sie mich gesehen hat. Und du spielst auch noch mit. Ich spiele auch noch mit und wir haben noch einen vergessen. Ich habe so viele Namen im Kopf. Alexander Heinrichs, genau. Ja. Genau, der keine Ahnung vom Pokern hat, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich schalte auf jeden Fall bei euch heute ein.